Hallo, hallo, hallo. Es folgt eine weitere Folge von Digi-Fernunterricht. Ich bin Philipp Wampfer und ich zeige euch weitere lustige Tools, mit denen ihr von zu Hause Lernende unterrichten könnt, die auch zu Hause sind. Das Tool, das wir uns heute anschauen, heißt Whereby. Whereby ist eine digitale Sprechstunde. Wie funktioniert's? Schalte jetzt in den Vollbildmodus, damit ihr nicht abgelenkt seid von dem, was ich sonst noch auf dem Bildschirm habe. Ich habe ein Konto angelegt hier oben. Also ihr seht, Whereby funktioniert nur, wenn ich bereit bin, mich da zu registrieren, mich anmelde. Und dann erhalte ich in der kostenlosen Grundversion erhalte ich einen Raum. Vielleicht kurz Klammerbemerkung zu diesen Kosten. Viele Plattformen erweitern im Moment die kostenlosen Möglichkeiten, weil viele Schulen und andere Institutionen darauf angewiesen sind, dass Videokonferenzen funktionieren. Und ihr könnt also davon ausgehen, dass ihr wahrscheinlich etwas mehr bekommt, als es so aussieht, wenn ihr hier, wenn ich hier kurz zeige, was dann wie viel kostet. Wenn ich einen Pro-Plan wähle, damit ich mehrere Räume eröffnen kann, dann kostet das $10 im Monat, also 120, 100 Franken, wenn ich es für ein ganzes Jahr kaufe. Und ich gehe jetzt aber wieder zurück und zeige euch, wie das Tool funktioniert in der Gratis-Version. Ich gehe jetzt in meinen Raum. Dann wähle ich, welches Mikrofon, welche Kamera ich brauchen möchte. Kann hier auch noch diese Einstellungen tatsächlich wählen und gehe dann direkt ins Meeting. Jetzt seht ihr links mich, rechts würdet ihr andere Personen sehen, die mit mir in diesem Meeting sind. Ihr seht hier oben, gibt bis zu 4 Personen, die sich dann so auf dem Bildschirm verteilen. Ihr kriegt hier einen einfachen Link, das heißt, hier vorne ist immer Whereby kommt, da hinten könnt ihr selber wählen, was dann bei euch steht. Den Link könnt ihr weitergeben, damit sich Personen in eure Sprechstunde einwählen können damit. Ihr könnt aufnehmen, was passiert. Ihr könnt einen Chat hinzufügen. Das geht dann auf der Seite ein Fenster auf, wo alle Leute drin sind, die im Chat drin sind. Und natürlich könnt ihr auch rausgehen. Was die Leute brauchen, um da mitzumachen, ist wirklich nur diesen Link. Also ich denke, ich kann das jetzt mit einer anderen Instanz kurz eröffnen. Ihr könnt mal kurz zuschauen, wie ich das ausprobiere. Ich gebe das jetzt hier ein. Also das wäre jetzt die Perspektive von jemandem, der nicht mit mir verbunden ist, der nicht, ich habe hier in Chrome, bin ich derjenige, der das Treffen anbietet. Hier in Safari bin ich die Person, die Schülerin A, die gerne mit mir in Kontakt treten würde. Ich brauche Erlaubnisse, um die Kamera freigeben zu können. Tatsächlich. Und ihr seht, ich bin mein eigener Gast. So, das ganz kurz zeigt, wer jetzt mit mir in Kontakt treten will, muss sich nicht registrieren, braucht kein Konto bei Whereby. Der Link ist alles, was nötig ist, damit sich bis zu 4 Personen mit mir unterhalten können. Ihr könnt einfach Zeiten angeben, sagen, von 9 bis 10 bin ich in diesem Raum. Kommen Sie vorbei, wenn Sie Fragen haben. Und die, die fertig sind, gehen wieder raus. Man kann sich kurz zuhören, was die anderen fragen und dann das Meeting wieder verlassen. Sehr einfaches, sehr wirksames, sehr stabiles Tool, kann ich sehr empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.